Ja, jetzt pumpert mein Herz ganz besonders sehr. Das wird es nämlich ein Test werden mit 250 Volt Akkupacks in Reihe geschalten. Das heißt, hier haben wir schon mal 100 Volt Gleichspannung. Ja, schon nicht ganz so ohne. Dann kann man hier dann noch 44 Volt extra zuschalten über den Gasgriff. Aber ja, ich werde jetzt jedenfalls mit 100 Volt direkt gleich mal aus dem Stand starten. Ja, da ich das vorher noch nie gemacht habe und meine Überspannungslampen hier hinten schon bei nur 50 Volt schon ordentlich geblinkt haben, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es das aushalten wird. Tja, deshalb dürft ihr gleich mal mit live dabei sein. Ach ja, was ich noch dazu sagen muss, ne? Hier die Akkupacks, die sind mit 2 Ampere Feinsicherungen abgesichert, ne? Also ich erwarte hier eine Stromstärke, die nicht über 2 Ampere liegen soll. Ziemlich untypisch für Elektromotoren, oder? Na denn, seid ihr bereit? Oh Mann, wo gehe ich am besten hin, damit ich nicht... Okay, dann hier. Und... Okay, das war nix. Das war nix. Da hat es was durchgeschossen. Also das war zu viel. Schade. Ja, also... Die Sicherungen sind jetzt gekommen. Volle Kanne. Und irgendein Transistor wird es mir auch noch durchgeschossen haben. Da will ich mich jetzt gerade mal zurücklöten. Also alle auf einmal dürft es nicht erwischt haben. Vielleicht hat es nur einen erwischt. Mal schauen. Ja, mal Fehlersuche machen. Rätsel über Rätsel. Also mir hat es jetzt 2 Transistoren durchgehauen, so wie es ausschaut. Aber komischerweise nicht den hier. Und der ist jedenfalls der gewesen, der immer am hellsten geblitzt hat hier. Ne? Also bei mir war es dann so gewesen, dass die 2 immer am hellsten geblitzt haben. Die hier so mittelhell und die hier so fast überhaupt nicht. Ne? Also wenn, dann bin ich ja ausgegangen davon, dass wenn es mir was durchhaut, dass es diesen ersten Transistor durchhaut. Warum, wieso, weshalb, weiß ich auch nicht so richtig. Ist eine normale 3-Phasen-Wicklung. Warum die dann so unterschiedlich angesteuert werden. Ja, jetzt habe ich zum Test hier mal einen TIP160 anstelle von dem einen kaputten Transistor rangemacht. Ne? Also der fast sonst überhaupt gar nicht geleuchtet hat. Ja. Moment. Das brauche ich wieder. Na gut, müssen wir es so eindrehen. Okay. Ja, und schalt her. Jetzt blitzen die auf einmal richtig violett. So sieht es besser aus, ne? Seht ihr da was Violettes? So, das sieht man durch die Kamera gar nicht. Hier ist es volle Kanne violett. Und ihr an der Kamera? Ihr seht nichts. Heftig. Echt krass. Ja, also bei mir hier sieht es ganz anders aus, als das hier durch die Kamera ausschaut. Komisch. Fabelhaft. Transistoren habe ich jetzt alle gewechselt. Und diese Konfiguration jetzt mit diesem Kondensator und mit der Glühbirne funktioniert jetzt auch endlich. Juhu, jetzt kann ich also etwas höher fahren, als mir diese Neon-Klimmlampen erlauben. Ja, das ist ein Bipolarkondensator, einer für Hochfrequenz, glaube ich, irgendwie. Naja, jedenfalls. Schaut gut aus. Man nimmt die Spannungsspitzen schön weg. Und wenn ich mit noch ein paar mehr Volt fahre, dürfte die sogar ordentlich blinken, ordentlich leuchten. Ja. Okay, weiter. Ich versuch's mal. Das Rad muss ab und ich krieg das nochmal ab. So hier? Hat sich festgefahren. Gleich fährt sich's fest. Ja, hoffentlich nicht. Gucken wir mal. Achso, hier oben. Der.
Nummer 48. Stärke stellen. Oh, aber erstmal muss ich die. Warte mal. Und jetzt. Vorsicht. Aha. Ah, ist schlecht. Wie viel Kraft hat er jetzt? Das müsste die meiste Kraft haben. Das hält doch schneller an. Ja, irgendwie muss man was anderes ausdenken mit dem Rad anmachen. Okay, dann auf ein neues. Erneuter Test mit. Oh, ich traue mich gar nicht einzuschalten. Mit 100 Volt. Sind wir hier richtig? Genau, okay. 100 Volt? 100 Volt. Hier. Ganz schön, na gut, okay. Also der Motor wird jetzt nicht ganz so viel Leistung haben, denke ich mal. Ne? Ich werde dann mal hier noch ein bisschen am Potti rumregeln. Dann müsste dann ein bisschen mehr Leistung haben und hier den Schalter könnte ich dann auch noch zusätzlich wegnehmen. Okay, schön. Kann man doch so lassen. Ja, also die anderen Bedini-Bastler, die haben da doch recht gehabt. Die Vorwiderstände wären ziemlich warm. Ziemlich sehr warm. Entweder ich muss da größere nehmen oder... Naja, auf Dauer ist das ja auch keine so richtige Lösung, ne? Also von der Ansteuerung her müssten wir uns echt mal noch Gedanken machen. Ja, Lampen, die zu viel Energie wegsaugen, wer hätte das jemals gedacht? Ja, und bei der Gelegenheit nochmal ganz lieben Dank an den Action for Free, ein Mensch 2.0, ne? Der und sein Team, die haben mir das Getriebe wieder auf Vordermann gebracht. Super Arbeit, Jungs. Ja, der Flo hat mir auch was geschickt, ein super Antrieb. Mit Freilauf sozusagen, was ich daraus dann noch bastel, ist jetzt für den Roller hier, na mal gucken, ob ich es dann irgendwann mal so mache, aber ich will ja auch zurückladen, ne, wenn ich bergab roll. Das heißt, ja, aber das wäre für das Fahrrad nicht schlecht, einwandfrei. Ja, und dank Klaus habe ich drei solche mega 500 Watt Potentiometer bekommen, die hier vorn drin verbaut sind. Ohne die wäre ich jetzt auch nicht so weit gekommen. Und an alle anderen natürlich, ne? Ja, das Getriebe soll dann drauf. Die Seite soll dann angetrieben werden. Und dann mal schauen, ob man mit einer ordentlichen Gangübersetzung ein paar Meter kommen. Das werde ich dann die nächste Zeit machen. Bis später.